Außen Sportler, drunter Schmeichler. Die vierte Generation des Renault Megane will lieber verwöhnen als rasen. Trotzdem auffällig ist der sportive Look. Tiefer, breiter, bullige Haube und muskulöse Hinterbeine. Der neue Megane trägt vorn den großen Rhombus im Grill. Auffällig sind die neu designten Scheinwerfer, und zwar vorn und hinten. Vorn sprechen die Designer von einer Signatur, denn der Renault soll sofort erkennbar sein. Das Heck dominieren die Rückleuchten. Ähnlich wie beim Talisman bilden sie eine Art Leuchtband und betonen die Breite des Megane. Im Cockpit findet man weiche Kunststoffsitze und ein großes 8,7 Zoll Display mit Touchscreen. Der Kofferraum bietet mit 384 bis 1247 Liter Reiseformat an. Seine Technik teilt sich der neue Megane mit dem SUV Kadjar und dem Talisman. Es handelt sich um eine Plattform, die ähnlich funktioniert wie das Baukastensystem bei VW. Erstmals wird ein adaptives Fahrwerk lieferbar sein, ebenso wie alle aktuellen Sicherheitsassistenten. Direkt zum Marktstart des Fünftürers kommt auch die sportliche Variante Megane GT auf den Markt. Zu erkennen ist der GT durch seine Lackierung in Ironblau, einen veränderten Kühlergrill und eine verbreiterte Frontschürze. Der GTI-Jäger bietet zudem eine Hinterradlenkung für agiles Einlenken an. Zwei verchromte Endrohre und optionale 18 Zoll Räder mit GT-Emblem runden das sportliche Paket ab. Der Megane startet mit drei Dieselmotoren von 101 bis 130 PS und drei Benzinern von 90 bis 205 PS. Der Diesel ist ab 25.090 Euro zu haben und kostet etwa so viel wie ein Seat Leon. Renault gibt aber 5 Jahre Garantie. Anfang 2016 kommt der Megane auf den Markt.